Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wenn ihr meine Videos schon etwas länger schaut, dann wisst ihr, dass ich gerne für die Speiseplanung und die Budgetplanung die Werbetrommel rühre. Uns hilft das Ganze einfach extrem, den Überblick über die Finanzen zu behalten, unnötige Lebensmittel beim Einkauf mitzunehmen, die dann letztendlich nicht gegessen wurden und weggeschmissen wurden. Und es hilft uns, uns gesund und ausgewogen zu ernähren. Das sind so die Hauptgründe, weswegen ich großer Fan davon bin. Und deswegen werde ich auch nicht müde, über dieses Thema hier auf diesem Kanal zu sprechen. Ich gebe euch heute deswegen noch mal ein paar Tipps, wie wir uns diese ganze Planung erleichtern. Und wenn euch das Video gefällt, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr neu hier auf diesem Kanal seid, gerne meinen Kanal kostenlos abonnieren, damit ihr in Zukunft keine Videos mehr verpasst. Wie schon gesagt, ich habe schon häufiger über das Thema Budgetplanung hier auf diesem Kanal gesprochen und ich habe in einem anderen Video auch schon mal die sogenannte Umschlag- bzw. Briefumschlag-Methode angesprochen. Wir benutzen diese Methode schon länger und fahren damit auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Wir haben sie aber für uns auch noch mal ein bisschen adaptiert und deswegen, ja, möchte ich da heute noch mal ein ganz kleines bisschen drüber sprechen, weil vielleicht das, was wir für uns ein bisschen daran verändert haben, könnte vielleicht auch euch helfen. Um nochmal ganz kurz auf diese Briefumschlagmethode einzugehen, hier sortiert man das Bargeld, sein Budget, in Briefumschläge um, die nach Zweck sortiert sind. Das heißt, man hat einen Briefumschlag im Monat für Lebensmittel, also mit Geld für Lebensmittel drin. Man hat einen Briefumschlag im Monat für Drogerie, für Hundefutter, fürs Tanken und. Je nachdem, was man halt alles im Monat für Ausgaben hat. Das heißt, man hat im Monat sich ein festes Budget gesetzt und hantiert auch nur mit Bargeld. Und wenn man etwas aus der jeweiligen Kategorie kauft, zahlt man auch nur aus diesem Umschlag. So behält man einfach leichter einen Überblick, wofür man wie viel ausgibt. Und im Umkehrschluss gibt man dadurch einfach bewusster Geld aus. Und automatisch auch so ein bisschen weniger, weil man sich halt wirklich fragt, okay, ist das jetzt wirklich nötig? Muss ich das jetzt kaufen? Weil man sieht einfach, das Bargeld, es schwindet aus dem Umschlag und dadurch überdenkt man vielleicht auch nochmal die ein oder andere Ausgabe. Wichtig hierbei ist natürlich, dass man sich realistische Budgets setzt, die auch wirklich einzuhalten sind, die machbar sind. Wenn man das von vornherein viel zu niedrig ansetzt, dann kann das Ganze nur scheitern und man fängt an, dann doch wieder mit Karte vom Konto zu zahlen und das Ganze, funktioniert dann so einfach nicht. Wir machen das mit diesen Briefumschlägen schon länger so und wir haben einen für Lebensmittel gehabt, wir haben einen für Drogerie gehabt, was Putzmittel und Körperpflege beinhaltet und wir haben einen für allgemeine Ausgaben für unseren Sohn gehabt, wo wir auch die Windeln beispielsweise mit eingerechnet hatten, aber auch mal ein bisschen neue Kleidung und so weiter. Was uns dann aber irgendwann gestört hat, das war, dass diese Briefumschläge, weil es sind halt nur mal Umschläge aus Papier, irgendwie kein festen Platz bei uns gefunden haben. Sie flogen irgendwie immer in der Küche rum und dann ist was draufgekleckert und dann waren sie versifft und irgendwie, ja, war es nicht ideal mit diesen Briefumschlägen bei uns. Und außerdem war es so, dass beim Lebensmittelumschlag bei uns am Ende einfach nicht mehr viel drin war. In der letzten Woche war es dann häufig so, dass es nicht mehr für einen kompletten Wocheneinkauf gereicht hat. Wir haben in den Wochen vorher halt immer mal wieder ein bisschen Kleingeld aus diesem Umschlag rausgenommen, um mal eine Flasche Wein zu kaufen beispielsweise. Dadurch war es dann einfach so, dass für den letzten Wocheneinkauf irgendwie 10, 15 Euro vielleicht mal gefehlt haben. Und wir haben uns natürlich gefragt, woran liegt das? Liegt das daran, dass das Budget zu niedrig ist? Und das wollten wir testen. Was wir daraufhin gemacht haben, ist, dass wir erstmal nicht das Budget angepasst haben, sondern dass wir unser Budget auf die Wochen eingeteilt haben. Das heißt, wir haben das, was wir normalerweise einen ganzen Monat haben, haben wir durch 4 geteilt, logischerweise, und hatten halt dadurch ein festes wöchentliches Budget, ohne dieses aber erstmal geändert zu haben. Und siehe da, interessanterweise kommen wir seitdem tatsächlich auch mit diesem Budget viel besser aus, weil wir dadurch einfach nicht mehr so häufiger mal Kleingeld rausnehmen, um noch kurz eine Besorgung zu machen, weil man, wie gesagt, einfach solche Sachen bewusster einkauft. Und wenn wir sehen, okay, es ist eigentlich jetzt nicht mehr drin, diese Woche jetzt noch 1, 2 Flaschen Wein zu besorgen, dann machen wir das so, dass wir das jetzt, also wenn wir aber unbedingt jetzt uns abends mal ein Gläschen Wein gönnen wollen, dann machen wir das so, dass wir das dann nicht aus dem Haushaltsbudget nehmen, sondern dass man das dann halt vom eigenen Konto mal zahlt. Und
so funktioniert das für uns einfach viel, viel besser, weil es war halt einfach blöd, wenn man am Ende des, in der letzten Woche vom Monat dann dastand und einfach nur noch, weiß ich nicht, 40 Euro für den Wocheneinkauf jetzt als Beispiel zur Verfügung hatte und man einfach wusste, das reicht nicht und man musste den Rest dann halt aus der eigenen Tasche zahlen. Das war dann halt einfach viel, viel mehr, als wenn man mal eine Flasche Wein aus der eigenen Tasche zahlt. So, das einfach mal so als Beispiel. Daher mein Tipp, probiert es mal mit einem Wochenbudget, wenn ihr ein ähnliches Problem habt wie wir, dass am Ende des Monats einfach nicht mehr genug für einen kompletten Wocheneinkauf übrig war. Teilt das mal auf die Wochen auf, ohne da jetzt erstmal groß am Budget etwas zu ändern. Um das Problem der nervenden und störenden Briefumschläge zu lösen, haben wir folgende Lösung gefunden, und zwar ein Kellnerportemonnaie. In diesen Portemonnaies gibt es ja ganz viele verschiedene Fächer und es haut bei uns ganz genau hin, dass wir pro Woche ein festes Fach haben und auch noch für den Drogerieumschlag, dass da das Geld auch noch einzeln untergebracht ist und das funktioniert für uns wirklich perfekt. Für euch zur Info, wir haben diesen Umschlag mit Ausgaben für unseren Sohn aufgelöst. Wir haben das Windelgeld in das DM-Geld eingerechnet, weil es einfach Sinn macht. Und Ausgaben für Kleidung etc. haben wir mittlerweile auf das Haushaltskonto verlegt. Was das Thema Finanzübersicht und Haushaltskonto angeht, da habe ich mal ein komplett eigenes Video zu gemacht. Ich verlinke euch das mal hier unter dem i, denn da erkläre ich euch unsere Methode zur Finanzorganisation, die wirklich, muss ich sagen, super funktioniert. Mit dieser Methode gelingt es uns tatsächlich, unsere Finanzen viel besser im Griff zu behalten und uns sogar im Monat einen kleinen Puffer aufzubauen. Zurück zu dem Portemonnaie. Das war für uns wirklich eine richtig gute Anschaffung, weil wir einfach dieses komplette Portemonnaie mit zum, also so mache ich das, ich nehme das komplette Portemonnaie einfach mit zum Großeinkauf. Ich weiß halt, welches Fach welche Woche ist. Und vorher war es halt so, ich habe den erst eine Zeit lang immer den Umschlag, den kompletten Umschlag mit zum Einkaufen genommen. Dann wusste ich aber nie, wohin. Und in der Tasche ist der dann immer aufgegangen und dann flog das Kleingeld überall in der Tasche rum. Dann habe ich es so gemacht, dass ich das Geld rausgenommen habe und in mein für den Einkauf in mein privates Portemonnaie getan habe. Dann habe ich aber manchmal vergessen, das Restgeld wieder zurück in den Umschlag zu tun. Und dann hat sich das mit meinem Geld vermischt. Ja, das war einfach nicht so ideal. Also im Prinzip, also das Prinzip der Briefumschlagmethode war schon immer für uns super, aber die Briefumschläge an sich halt einfach nicht. Und mit dem Portemonnaie ist das einfach super. Ich nehme einfach das komplette Portemonnaie mit und das Problem hat sich für uns gelöst. Das ist zwar ein bisschen größer, ja, aber das stört mich überhaupt nicht. Und ich halte das in der Hand oder packe mir das in die Jackentasche beim Einkaufen, ist überhaupt gar kein Thema. Zum Thema Speiseplanung habe ich hier auf diesem Kanal ja schon sehr viel erzählt. Und ich finde, das ist einfach eine ganz, ganz wichtige Sache, mit der man echt Geld sparen kann, auch wenn man das vorher vielleicht nicht so meint. Aber es ist wirklich so, denn früher ist es meinem Mann und mir häufig passiert, dass wir einen riesengroßen Wocheneinkauf gemacht haben, also wirklich richtig viel Geld im Supermarkt gelassen haben. Aus diesem kompletten Einkauf aber nur ungefähr 2 komplette Gerichte zubereiten konnten. Und dann standen wir da und haben überlegt, was können wir denn daraus kochen? Und für andere Gerichte haben dann einfach immer so ein paar Zutaten gefehlt. Das resultiert dann natürlich darin, dass man nochmal einkaufen gehen muss, um noch mehr, die fehlenden Zutaten zu kaufen. Weswegen man einfach wieder mehr Geld ausgibt. Und dann war es so, dass dann halt manche der Zutaten oder Lebensmittel, die wir gekauft haben, auch einfach überhaupt gar keine Verwendung gefunden haben, vergessen wurden im Kühlschrank, letztendlich abgelaufen, schlecht geworden sind und im Müll gelandet sind. Jetzt mache ich mir eine Einkaufsliste vor dem Einkauf, gucke im Kühlschrank nach, was ist da noch drin, was muss unbedingt weg und beziehe das dann in die Speiseplanung ein, plane ein Gericht damit. So wird nicht mehr so viel weggeschmissen und ich finde, das ist einfach eine super Sache. Wie ich da bei der Einkaufsplanung vorgehe, auch da habe ich schon mal ein eigenes Video zu gemacht. Auch das verlinke ich euch hier oben. Also kurzum, Speiseplanung hat eigentlich nur Vorteile und ich finde, das ist auch gar nicht so ein großer Zeitaufwand. Wenn man da so ein bisschen Routine drin hat, dann geht das auch recht schnell. Und was ich hier auf diesem Kanal bisher noch nie explizit erwähnt habe, ist, dass wir meistens in der Regel 7 Gerichte planen und dafür einkaufen. Und am 8. Tag gehen wir nicht nochmal einkaufen, sondern basteln ein Gericht aus dem, was wir noch in den Schränken bzw. im Kühlschrank haben. Weil irgendwas findet sich bei uns immer, woraus man was Leckeres basteln kann. Und so spart man sich im Prinzip halt einen kompletten Tag.
Wenn ihr ein extra Video dazu haben möchtet, was wir an solchen Tagen beispielhaft kochen, dann schreibt das gerne in die Kommentare und dann plane ich da auch mal ein ganz eigenes Video zu. Wir haben so ein paar feste Gerichte, die ich an solchen Tagen koche, aber wie gesagt, ich gucke auch einfach, was kann man noch irgendwie zusammenschmeißen und was Leckeres draus zaubern. In meinem letzten Food Haul habt ihr auch gesehen, dass ich da 9 Gerichte eingekauft habe, also für 9 Gerichte eingekauft habe. Letztendlich habe ich aber nur so viel bezahlt beim Wocheneinkauf wie normalerweise für 7 Gerichte. Und das liegt auch daran, dass ich bei der Speiseplanung darauf achte, dass ich mehrere Gerichte mit habe, die halt eine gleiche Grundzutat beispielsweise haben. Also wenn ich einen Sack Möhren kaufe, achte ich halt darauf, dass ich nicht nur ein Möhrengericht die Woche habe, sondern jetzt nur als Beispiel, sondern mehrere. Wenn ich einen Sack Kartoffeln kaufe, plane ich mindestens 2 Kartoffelgerichte und so weiter und so weiter. So mache ich das auch mit Reis oder im letzten Food Haul hatte ich beispielsweise auch 2 Gerichte da mit dem Räucherlachs geplant, den ich gekauft habe. So gibt man insgesamt einfach weniger für den Wocheneinkauf aus und es wird auch weniger schlecht, weil man es natürlich schneller isst. Das auch nochmal so als kleinen Tipp von mir zur Speiseplanung. Wenn ihr auch noch Tipps zur Speise- oder Budgetplanung habt, dann schreibt es sehr gerne in die Kommentare, damit ich es sehen kann und alle anderen natürlich auch. Und dann freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder beim neuen Video dabei seid. Bis dann. Tschüss!